Willkommen aus Barcelona mit dem HP Omni 10 Tablet PC, was eine günstige Version des ElitePad 900 ist, das viele von euch vielleicht kennen. Heißt ja mit ein bisschen weniger Zubehör, aber trotzdem die volle Windows-Oberfläche auf 10 Zoll, auch mit einem komplett kostenlosen Office-Paket, wie ihr sehen könnt. Ich muss nur sagen, Try bzw. die 365-Version ist kostenpflichtig, aber es gibt die Home- und Student-Version trotzdem kostenlos. Wir haben die Desktop-Oberfläche, wenn wir sie benutzen wollen, können aber auch in die normale Windows-Oberfläche oder die Modern UI-Oberfläche zurückgehen, die ein bisschen fingerfreundlicher ist, wie ihr merkt, auch schön schnell. Ich kann hier zwischen den letzten Programmen hin und her wechseln, zum Beispiel den Browser. Hier kann ich dann rein und raus zoomen und hier sehen wir wieder, dass das Display wirklich sehr schön scharf ist und für Spielen auch, für Spiele auch sehr angenehm. Ich kann ja auch Tastatur kurz demonstrieren, die sehr schön ausschaut, wir allerdings dann hier vom Inhalt nicht mehr viel sehen, wobei das ja auch mit den letzten Webseiten hier zusammenhängt, die besucht wurden. Kann ich nochmal hier schließen, aber auch die Kameras sind durchaus gelungen. Die rückwärtige Kamera ist ein bisschen langsam gerade eben noch so, wenn ich in meine Hand hinhalte. Von der Geschwindigkeit geht's, aber der Fokus will noch nicht ganz klappen, beziehungsweise die Farben sind ein bisschen ausgewaschen. Aber was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, wenn ich hier auf die Frontkamera wechsle, dass sie schön weitwinklig ist. Die Qualität ist wirklich sehr herrlich, schön scharf, also für Hangouts oder Skypen perfekt geeignet. So, was wir auf jeden Fall noch euch zeigen müssen, ist, was hier für Anschlüsse in dem HP Omni 10 drin sind. Und wie ihr merkt, ich habe hier jetzt einen Dock verwendet, heißt, da ist ein Stromstecker, der entsprechend hier direkt in das Tablet reingeht. Aber gleich daneben haben wir noch einen Micro-USB-Anschluss, um Daten zu übertragen, und einen Micro-HDMI-Anschluss, um das Bild auszugeben. SD-Kartenleser, um genau zu sein, Micro-SD-Kartenleser ist in einer Klappe vorhanden und zwei Lautsprecher auch. Wir haben einen Kopfhöreranschluss, damit wir nicht nur Musik über die Lautsprecher hören können, und einen An- und Ausschalter an der Oberseite. Heißt, das Gerät kann natürlich auch komplett ausgeknipst werden, und ein Mikrofon ist auch vorhanden. Auf der Rückseite sehen wir hier nochmal die Kamera, die ich vorhin schon mal demonstriert habe, aber auch die wunderschöne gummierte Oberfläche, die mir von der Haptik sehr gefällt, denn das Tablet ist eigentlich fast nicht aus der Hand gleitbar. Es wird immer schön in eurer Hand geschmeidig bleiben. Ansonsten Lautstärkeregler haben wir auf der Rückseite und sonst eigentlich gar nichts. So wie auf dieser Seite, die wir euch noch nicht gezeigt haben, finden wir rein wirklich überhaupt nichts. Wenn ihr jetzt euch überlegt, aha, es steht hier noch ein anderes 10 Zoll daneben. Das ist das Slate 10, ist ein Android, schaut aber auf den ersten Blick genauso aus. Aber wenn wir genau drauf schauen, auf der Rückseite Plastik, nicht gummiert, sondern nur so eine raue Oberfläche, andere Knöpfe, nur über USB aufladbar, ganz andere Preisklasse und tatsächlich zum Arbeiten natürlich Windows dann doch wahrscheinlich immer noch sinnvoller, wobei per Bluetooth hier am besten vielleicht noch eine Tastatur angeschlossen werden sollte und eine Maus, und dann kann man hier wirklich sehr zufrieden durch den Tag gehen und hier in der Standardoberfläche, die man kennt, wunderbar arbeiten. Ob man jetzt hier Apps schließt oder wechselt oder wie man das Gerät benutzt, hängt natürlich von jedem selber ab. Aber das war vorerst hier das HP Omni 10 in einem kurzen Hands-on. Mir gefällt's. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balazs Gál und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren.